Ich hätte an die Mascha eine Frage, und zwar zu dem Absatz, wo es um diese violette Lichtinstallation, sondern Einrichtung ging, wo du erläutert hast, welche Konditionen da drin herrschen und was das macht mit den Pflanzen und welche Manipulationsmöglichkeiten es gibt. Und ich habe sowas rausgehört wie fast so eine Pflanzenethik, die dahinter klang. Und das fand ich eigentlich ganz interessant, weil das plötzlich auftaucht, darf ich das mit Pflanze überhaupt tun? Ja? Ist das nicht irgendwie was, was zu weit geht, also sie im Grunde genommen zu zwingen zu irgendwas, was ich selbst gar nicht tun würde? Mir ist dann so die Assoziation gekommen, bei Massentierhaltung fragen wir uns das auch, bewegt man sich da in einer ähnlichen Sphäre? Was ist da, wo setzt da für dich ein ethisches Thema an? Ja, also ist eine. Ich hab das noch. Also es ist ganz interessant, dass diese Fragen, also die ethischen Fragen natürlich zum Beispiel in Holland ganz andere sind als jetzt hier. Auch in Österreich, in Wien hatte ich wirklich überraschenderweise viel mehr diese kritischen Fragen. Und ich denke, dass es eigentlich, also ich sehe Vertical Farming so ein bisschen wie so ein Bildungsmoment, wo ganz viele andere Fragen, die bis jetzt nicht gefragt werden über das Lebensmittel, also über die Lebensmittelindustrie und Landwirtschaft etc., aufkommen. Ja? Und dass die irgendwo auch also neue Systeme, neue Technologien irgendwo so auch eine Verantwortung haben, diese Fragen aufzunehmen. Also das ist irgendwo so mein Versuch in dem Projekt auch ein bisschen zu sensibilisieren dafür, dass das nicht andere Themen sind. Genauso wie zum Beispiel in der Gentechnik, wie oft eine Kritik kommt, ach, das ist ja eigentlich, die Kritik an der Gentechnik ist ja eigentlich eine Kritik an der Industrialisierung. Und das ist halt auch zu flapsig, das einfach also zu sagen, das ist nicht relevant, weil ihr in einer gewissen Genealogie auch arbeitet. Ja? Und diese Frage, die zum Beispiel dann aufkommen würde, ist, okay, welche Pflanzen wachsen denn jetzt momentan eigentlich? Und sind das weniger Nutzpflanzen, sind das weniger Dienstleister? Also wir haben so eine hochindustrialisierte Monokulturindustrie, was unsere Nahrungsmittel betrifft, dass das irgendwie so nochmal das Ganze ein bisschen so aufploppen lässt. Und das finde ich eigentlich ganz spannend. Aber suggeriert das Vertical Farming, so wie du es beschrieben hast, nicht die reine unschuldige Form der Landwirtschaft? Die sich nicht befleckt. Ach so, das, was sie selber machen. Ja, also es ist ein Wahnsinn, also es ist ein Präzisionswahn, würde ich jetzt mal sagen. Ja? Aber ich glaube, das kennt man ja auch aus anderen Bereichen. Also, ja. Ich glaube, die meisten sind sich auch gar nicht bewusst, dass viele Gurken, Tomaten, die wir kaufen, nie Erde gesehen haben, sondern dass sie in Glaswolle heutzutage angezogen werden und deshalb auch nur mit Nährstoffen, mit flüssigen Nährstoffen versorgt werden. Ja, jetzt haben wir einige Wortmeldungen. Fangen wir mal hinten an. Ich glaube, das sind Sie. Ich habe vor ungefähr 7, 8 Jahren zum ersten Mal von Aquaponik gehört. Das war ein Vortrag im Rahmen einer größeren Veranstaltung über effektive Mikroorganismen. Und da hat der Referent, ich glaube, der war aus Berlin, bin nicht ganz sicher, davon berichtet, wie er Fische und Tomaten in einem Haus zusammenführt. Aber er kann das nur managen mit bestimmten Mikroorganismen, die eben sozusagen die Hygienepolizei sind. Mhm. Und jetzt, aus Ihrem Vortrag habe ich jetzt sowas nicht rausgehört, sondern Sie sagen Mikroorganismenvermeidung. Das heißt Vermeidung. Das heißt Sterilität. Und das ist natürlich schon eine Grenzlinie zwischen sinnvoller Landwirtschaft aus meiner Sicht, wenn die Hygiene sozusagen nur mit Polizeimethoden durchsetzbar ist, wie im Schweinestall, oder wo die Erde sozusagen was das natürliche, nein, natürliche, wissen wir eh schon abhaken, aber wo die Mikrobiologie einen Platz hat. Weil wir haben überall die Bakterien drauf. Und das ist jetzt für mich die Frage. Ja.
Also das geht auch auf diese unterschiedlichen Systeme hin. Vielleicht habe ich das nicht klar genug gemacht, dass diese wirklich ganz geschlossenen Systeme, also das sind wirklich Growth Chambers, wo auch keine Fische drinnen sind. Also das ist wirklich hauptsächlich Aeroponik oder Hydroponik. Die Aquaponikanlagen, also das würde auch für den Fisch nicht möglich sein, weil das auch das Licht zum Beispiel auch violett wäre, ja. Und Sie haben recht, es gibt die guten Mikroorganismen und dann gibt es die schlechten. Und das hat aber auch viel mit dem System an sich zu tun. Das heißt, mein Ausgangspunkt war eher dieses ganz, ganz geschlossene System, das natürlich auch, also das sagen viele irgendwie so hinter vorgehaltener Hand und eigentlich die von den Urbanisten, ein Wissenschaftler dort, die erforschen jetzt auch, wie eigentlich die Keime und alle möglichen lästigen Ungeziefer sozusagen, die sich in solchen Systemen bilden, wie man die besser bekämpfen kann. Aber es ist absolut auch dieser öffentliche, also der Narrativ von den Firmen ist, alles ist 100% kontrolliert. Okay. Na gut, aber das, um das nochmal in Beziehung zum Thema Multifunktionalität zu stellen, ja. Also ich meine, das ist jetzt ein Extrembeispiel, aber das ist doch eigentlich, da ist gar nichts mehr multifunktional dran an dem Beispiel, oder? Ja, kann man so sagen. Ja. Also jein. Also ich finde nämlich auch, um wieder auf diesen Punkt zurückzukommen, dass nämlich die Erkenntnis durch die, also pflanzenwissenschaftliche Erkenntnis durch diese Anlagen und wie dann Nahrungsmittel so produziert werden, eigentlich ein interessanter Bildungsraum sich eröffnet. Ja. Von dem her ist es schon multifunktional. Und ich glaube, es kann für diese Diskussionen schon auch da sein. Aber darüber muss ich ein bisschen noch mehr nachdenken. Ich schließe mich an die Multifunktionalitätsdiskussion an. Also die bisherigen Darstellungen von dir, die waren ja wirklich mehr über, ich sag mal, diese geschlossenen Systeme. Aber du beschäftigst dich ja auch mit der Frage, ja, was kann das für den öffentlichen Raum bedeuten? Gibt es auch Systeme, die, sage ich mal, jetzt sich an Fassaden abspielen oder so? Also ich denke natürlich immer direkt entwerferisch und denke so, hey, wenn ich jetzt grüne Fassaden machen kann, die sind für mein Steckenpferd Stadtklima natürlich super, da kann man auch Essen produzieren, also dann können wir uns vielleicht auch Kleingartenflächen sparen oder was weiß ich. Ist da eine Diskussion in die Richtung schon zu Gange oder wie steht es darum? Da würde ich Sie fast fragen, dass Sie Ihre Kollegen an der Wageningen-Universität fragen. Das ist wirklich auch die Universität, die haben sehr viele Leute, die in dem Bereich arbeiten. Und ich muss zugeben, das ist ein einjähriges Projekt, das ist nicht sehr lang. Und wir haben, also meine Hoffnung in Bezug auf diese Multifunktionalität ist, dass eben auch diese Umfrage und die Daten, die wir generieren, auch in den Museen, von Besuchern, dass das auch zeigt, dass es auch einen Wunsch gibt, das irgendwie auch in einer multifunktionalen Art und Weise zu sehen. Okay, ich suche meine Kollegen auf. Eine Frage an Frau Hansen. Dieses Konzept der Multifunktionalität ist ja so ein Stück weit, ich würde sagen, abgelöst oder erweitert worden vom Konzept der Multikodierung. Haben Sie sich damit auch beschäftigt in dem Zusammenhang? Ja, der Carlo Becker, der war ja auch in unserem Projekt über BGMR drin und wir haben es natürlich diskutiert, haben es aber sozusagen den Gedanken aufgenommen, dass eben auch verschiedene Akteure und Interessen hinter diesen Funktionen stehen. Wir haben aber ja weder Multifunktionalität noch Multikodierung sozusagen nach vorne gestellt, um halt eher den Gedanken als jetzt diese akademischen Begriffe zu transportieren. Und ich persönlich habe mit der Multikodierung halt so ein bisschen ein Problem, dass man
dann ja wieder die Interessenvertreter braucht. Und da hat man ja die Frage, also natürlich hat man zum Beispiel Naturschützer, die so gesehen die Interessen der Natur vertreten, aber ich habe immer das Gefühl, sozusagen diese Codes können dann auch wieder nicht alles abdecken, wie Funktionen auch nicht alles abdecken und die Leistung auch nicht alles abdecken können. Das ist immer so Perspektiven, die irgendwie zusammengehören, aber keine, würde ich sagen, kann eigentlich die Gesamtheit der Systeme ganz erfassen. Zur Frage vertikale Gärten auf den Fassaden. Ich habe ein Buch übersetzt, das ist noch nicht erschienen, aus dem Französischen. Da geht es darum, der Autor ist ein Botaniker, der weltweit Projekte macht und unter anderem hat er ein Projekt entworfen für die Bank of China. Die wollten in Paris ein Bankpalast bauen und die an der Mauer sozusagen, an der Wand, eine Haut, eine biologische Haut, das war das Projekt. Und auf der kann alles wachsen sozusagen, das kann man ernten. Das Projekt ist leider nicht verwirklicht worden, weil die Bank of China dann überhaupt dieses Gebäude nicht errichtet hat. Aber auf der Biennale in Shanghai hat er das zumindest präsentiert. Also wenn Sie das interessiert, ich kann Ihnen gern den Kontakt geben und dann schauen Sie mal, was rausfinden. Danke. Ja, weitere Wortmeldungen? Ja. Ja, dann. Ich habe auch eine Frage an die Mascha über das Vertical Planning. Was mich da sehr fasziniert hat, war so diese Idee der Einkapselung von Natur in einen Laborraum, der ja alles andere ist als ein öffentlicher Raum, der völlig abgeschlossen ist. Und ich musste ein bisschen denken an ein Buch von einer Wissenschaftshistorikerin, Sabine Höhler aus Stockholm. Die hat die Vorstellung so des Planeten als Ökosphäre historisch angeschaut, wie der Planet als solcher so dargestellt wird, aber wie das dann gleichzeitig sich in Utopien niederschlägt, wie einerseits, dass man außer im Weltraum andere Planeten künstlich nachbilden kann, wie die Biosphäre, aber auch in diesen ökologischen Projekten der Biosphäre, die man irgendwo in der amerikanischen Wüste mal nachgebaut hat, die auch völlig abgeschlossen sind. Und es gab mal zur Landesgartenschau in Potsdam auch so eine, so nicht so extrem eingeschlossen, aber auch so die Idee, in so einer Art Gewächshaus die ganze Biosphäre nachzuarbeiten. Ja. Und es gibt auch jetzt, ja, relativ oft sieht man so Glascontainer, die eingeschweißt sind, die auch sich selbst so als Ziergegenstand, das hat gar nichts mit Nahrungsmittelproduktion zu tun, aber auch sich selbst regulierende Minisysteme. Irgendwie scheint mir dieses Vertical Gardening da in so eine ganze Tradition von einer ganz bestimmten Kontrollimagination von Natur zu liegen, die einerseits mit Kontrollieren zu tun hat, aber auch, wenn wir zurückgehen zu der Diskussion gestern über Grenzen, Endgrenzen, eigentlich wieder eine sehr starke Grenze zwischen Natur und Nicht-Natur herstellt. Die reine, echte Natur ist dann eigentlich die künstliche Natur, die in dieser Sphäre existiert, gegenüber dem schmutzigen Nicht-Natur, wo die Bakterien sind und so außerhalb. Also spielt dieser größere historische Rahmen auch eine Rolle für die Arbeit oder auch für die Akteure? Beziehen die sich auf diese biologischen Experimente auch, also ökologischen Experimente? Das ist eine sehr gute Frage. Also nein. Das ist mal die kurze Antwort. Es gibt, wie gesagt, diese Vertical Farming an sich, der Begriff, wir haben auch am Anfang überlegt, ob wir wirklich eigentlich mit diesem Begriff dieses Projekt leiten sollen, weil der so spezifisch definiert, wer drinnen und draußen eigentlich auch schon ist. Ja. Wir hatten viele Absagen von Interviewern zum Beispiel, die in der Wissenschaft arbeiten, weil sie sich mit diesem Begriff nicht identifizieren, aber sehr ähnliche Sachen eigentlich machen, wie das, was andere als Vertical Farming sehen. Das heißt, es ist ein wirklich sehr stark vom Markt getriebener Narrativ und es geht da auch wirklich so um dieses, es ist fast so irgendwie so ein Race, ja? Wer
bringt jetzt irgendwie die Lösung des absolut irgendwie energieeffizientesten Vertical Farming Systems. Und es gibt interessanterweise wenig historische Bezüge. Also, das sollte ich nicht sagen. In Wien, das Vertical Farm Institute bezieht sich auf ein quasi vertikales Gewächshaus. Das war damals der Herr Ruttner und es gab diesen Ruttner Tower, wo quasi so ein Gewächshaus irgendwie so 3 oder 4 Mal pro Tag sich hinauf bewegt. Und das wollen Sie jetzt gerade wieder revitalisieren. Aber die andere Sache, womit es sehr viel in Zusammenhang gebracht wird, ist Space Farming. Und das ist auch eben wieder interessant in Bezug auf die Stadt und diese autarke Stadt und diese Abgrenzung, weil du irgendwie so das wieder so ein bisschen diese Idee des abgeschlossenen Down to Earth bringst. Und so dieses, haben wir auch schon gesprochen, also diese universelle Idee der Stadt und diese universelle Idee der Vertical Farm, wo dann irgendwie jede Vertical Farm die gleichen Lösungen irgendwie bringt. Und das, was ich sehr frustrierend finde in dieser Diskussion, ist immer, dass, also Feeding the World, ich meine, darüber brauchen wir eh nicht reden, aber dass es sehr wenig differenziert ist, wo ist denn jetzt eigentlich eine Vertical Farm zielführend? Also in einem Land, wo zum Beispiel Wasser ein Riesenproblem ist und die wirklich auch viel Wasser sparen, ist es natürlich viel, viel, rentiert sich das viel mehr, als wenn du das in einem Land machst, wo Wasser jetzt einfach kein Problem ist oder wo auch relativ nah an der Stadt Nahrungsmittel produziert wird. Also ich würde mir wünschen, dass da ein bisschen mehr so Differenzierung ist. Und auch das in Urban Farms in Den Haag, das war auch sicher einer der Gründe, warum die zugemacht haben. Ja. Haben wir noch eine? Ja, jetzt. Damit kann ich auch noch meine Anregung einbringen, bezugnehmend auf den Vortrag von der Mascha. Mir kommt so vor, als, und bitte korrigieren Sie mich, wenn ich das jetzt völlig falsch beurteile, als ob es uns hier in Europa, speziell in Bayern, einfach noch zu gut geht, um diese Entwicklungen, diese Gedanken, auch die Strukturierung dieser Gedanken, die Weiterentwicklung dieser Gedanken, dass das deswegen momentan noch nicht auf fruchtbaren Boden fällt, oder bei uns einfach keinen Raum einnimmt, weil es uns noch zu gut geht. Während in weiten Bereichen des ehemaligen Wheat Belts von USA die Topsoil weggeblasen wird, sehr viele resistente Pflanzen vorkommen, die weiteren Nahrungsmittelanbau unmöglich machen. Oder eben woanders dann Wasserknappheit einfach dazu führt, dass keinerlei rentable Landwirtschaft mehr betrieben werden kann. Ja. Und ich erkläre mir natürlich bis zum gewissen Grade, warum deswegen in den Staaten, also nicht nur durch den Cannabisanbau, diese Gedanken einfach schon etwas weiter tragen und vielleicht auch bizarre Blüten treiben zuweilen. Aber ich kenne zum Beispiel auch Vorstöße in Singapur, wo einfach das Platzproblem sehr das Thema ist und man sowieso alles mit Landgewinnung noch versucht anzustückeln, aber die sind mit Vorreiter gewesen mit grüner Infrastruktur inklusive Vertical Farmen und Fassadenbegrünung. Das stimmt, also ich habe das nicht, also Singapur habe ich jetzt auch nicht explizit erwähnt. Das ist auch irgendwie so ein bisschen so ein Experimentierlabor für so viele Sachen, aber ich glaube, also was, es ist auch wirklich so dieser Marketing-Push ist sehr stark aus den USA gekommen, ja. Eben auch nicht nur wegen Cannabis, aber auch, weil dieser Narrativ, dieses die Welt zu ernähren, natürlich so wahnsinnig zieht. Und da investieren die Leute auch sehr gern, die viel Kohle haben. Und ich glaube, was halt, also in den USA hast du ja zum Beispiel auch diese Transportwege, sind wahnsinnig, also ich habe mal eine Grafik gesehen, das ist so wirklich wie die USA und so Kalifornien und dann siehst du so wie eine Ader, wie sich das über das ganze, den ganzen Kontinent fast zieht, wo überall alles hintransportiert wird von diesem einen Staat. Das sind natürlich keine Probleme, die jetzt Leute hier in Bayern sehen und ich glaube, das sagen auch viele, ja? Die sehen Europa nicht als den Markt. Ich glaube auch, dass es deswegen noch nicht so ganz zieht. Ja, es ist so, es geht uns quasi ja noch zu gut. Die Gewerbegebiete überall auf der fruchtbarsten Böden aufgebaut haben, dann gibt es das auch. Ja. Gut, also ich weiß nicht, welche Zukunftsvisionen wir uns wirklich anschauen wollen, aber es öffnet zumindest einen breiten Horizont an Ideen, die hier in Zukunft sein werden.
ich muss auch diese Regionalisierung nochmal dran denken. Ich habe von Undine Giesecke mal eben gesehen, wie sie ihr Casablanca-Projekt vorgestellt haben. Das kennt vielleicht der eine oder der andere, wo es wirklich auch um urbanen Gartenbau, urbane Landwirtschaft ging. Und ich habe dann plötzlich gemerkt, das ist ein ganz anderer Zugang als den, den wir hier haben, wo es hier, glaube ich, mehr um Bewusstsein, um soziale Gesellschaftsschichten, die sich neu kreieren geht, um neue Ideen zu zum Umgang mit Lebensmitteln geht es da wirklich teilweise um Existenzen, um die Frage, wie kann ich überleben und wie kann ich in diesem System überleben. Also wir müssen das wahrscheinlich sehr regional unterschiedlich sehen. Deshalb finde ich es schön, dass Sie auch in Ihrem EU-Projekt vielleicht auch noch China dann mit dazu nehmen, wo man wahrscheinlich dann noch einen anderen Zugang hat als in Zagreb und in Turin. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich Ihnen beiden viel Erfolg weiterhin. Und vielen Dank für die schöne Diskussion.